In Raymonds Welt herrschte vollkommenes Glück. Die Fee Bettilla und ich genossen dieses Glück in vollen Zügen, als ich plötzlich einen seltsamen Brief erhielt. Ein Brief von meinem Vetter aus England! Den guten Andrew habe ich schon ewig nicht mehr gesehen! Wir sind zusammen aufgewachsen und haben unsere Zaubermeisterprüfung am selben Tag abgelegt. Was haben wir nicht alles erlebt, Andrew und ich? Als er ins Ausland ging, schwörten wir, dass wir uns unsere größten Zaubergeheimnisse verraten würden. Deshalb schreibt er mir bestimmt. Aber das ist ja Englisch. Ich verstehe überhaupt nichts. So was Dummes. Das ist sicher eine sehr wichtige Zauberformel. Und wir können sie nicht entschlüsseln. Natürlich nicht ahnen, dass der schreckliche Mr. Dark uns nachspioniert hatte und unsere Unterredung belauscht hatte. Und schon stürzte er sich auf uns und stahl den Brief meines Vetters. Dann hörten wir ein furchterregendes Lachen und Mr. Dark verzauberte uns. Wenn niemand eingreift, werden Bettilla und ich in ein paar Stunden in Gartenzwerge verwandelt. Und Mr. Dark könnte dann in aller Ruhe die Zauberformel herausbekommen und sie anwenden. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Raymond, zu Hilfe! Bring uns den Brief meines Vetters wieder. Finde vor Mr. Dark das englische Geheimnis heraus und befreie uns von dem Bann. Es wartet viel Arbeit auf dich, aber ein paar Stunden lang können wir dir noch helfen. Raymond, höre dir die folgenden vier nützlichen Ratschläge genau an. Gehe immer über meinen oder Bettillas Hut, wenn du einen davon siehst. Wenn du ein Schild mit einer kleinen Glühbirne siehst, drück auf die Taste F1. Du kannst jederzeit mein magisches Wörterbuch zu Rat ziehen, indem du auf die Taste F10 drückst. Und folge stets dem Weg, den dir die blauen Blasen weisen. Bist du soweit? Ah, noch etwas. Benutze die violetten Früchte. Du kannst sie pflücken, darauf steigen und sie im Wasser gleiten lassen. Und wie mein Vetter Andrew sagen würde, good luck! Wähle den Artikel, der zum Wort passt. Choose the article corresponding to the word. Doctor. Ice cream. Doctor.
Doctor. Ice cream. Brother. Uncle. Architect. Artist. Hour. Husband. Go through the jungle and listen to each question. Then take the right path. Gehe durch den Dschungel und höre dir jede Frage genau an. Nimm dann den richtigen Weg. How many legs has a dog got? How many feet have you got? How many tires has a car got? How many tires has a car got?
How many people are there in a couple? How many hands has a fish got? How many ears has an elephant got? How many legs has a bird got? How many fingers have you got? Raymond, look around carefully. Find all the words that are jobs and take the blue bubble and the reach of them. Raymond, when you hear the trumpets, find me. Finde alle Wörter, die Berufe bezeichnen, und nimm dann den blauen Bubble unter diesen Wörtern. Wenn du die Trompeten hörst, musst du mich finden. Achtung, du hast nicht viel Zeit. A teacher. A butcher. A baker. A nephew. A dentist. A husband. Here he is, His Majesty King Raymond.